Vizekanzler, Herr Staatssekretär, ja, dieser Tagesordnungspunkt, der ja sozusagen um das Thema auch Energiestrategien sich dreht, gibt mir Gelegenheit, vielleicht in dem einen oder anderen Satz, diese 5 Minuten nutzend, einen freiheitlichen Standpunkt zu diesem Thema als Energiesprecher kundzutun. Es ist teilweise vom Herrn Vizekanzler schon angesprochen worden. Für uns der zentrale Punkt ist jener, dass jede Energiestrategie sich in einem sozusagen Zieldreieck zu bewegen hat, in welchem natürlich der Klimaschutz und die Nachhaltigkeit ein Ziel darstellt, wo es aber auch sowas gibt wie Versorgungssicherheit als zweites Ziel und wo es sowas gibt wie Wettbewerbsfähigkeit und Leistbarkeit als drittes Ziel. Also diese kausale Fixierung auf ein Ziel werden Sie bei uns Freiheitlichen nicht finden, sondern es geht darum, und da befinden wir uns im Übrigen voll im Einklang mit der Europäischen Union, das ist nichts anderes als das Zielportfolio der Europäischen Union, innerhalb dieses Dreiecks eine entsprechende Klimapolitik zu machen. Das heißt, konkret runtergebrochen, wollen wir Schwerpunkte setzen, insbesondere in der Innovation, Forschung, die dazu führen, möglichst Kostensenkung in der Herstellung pro Einheit herbeizuführen, beziehungsweise die Effizienzgrade zu steigern. Wir begrüßen jetzt diese Entwicklung, auch einen Energiemasterplan zu konzipieren der Regierung. Das gibt Rechtssicherheit, das gibt Planbarkeit, das gibt Planungssicherheit, das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt. Wir sind der Meinung, dass der Umstieg und der Ausbau erneuerbarer Energien immer im Einklang zu machen ist mit dem Ausbau der zur Verfügung stehenden Netzkapazitäten. Und Sie wissen ganz genau, die unerfreuliche Entwicklung, die wir jetzt haben mit Deutschland bzw. dem Aufheben der gemeinsamen Strompreiszone mit Deutschland. Es gibt zumindest einmal einen Bescheid, der ist natürlich anfechtbar. Wir erwarten uns oder wir hoffen und erwarten uns selbstverständlich von der Bundesregierung bzw. auch von der Regulierungsbehörde, dass hier, und das wurde auch schon angekündigt und das ist gut so, sämtliche Mittel, die zur Verfügung stehen im rechtlichen Bereich, ergriffen werden. Und Sie wissen ganz genau, das Problem, das sich hier darstellt, ist, dass im Norden Deutschland insbesondere die Windräder, Ökostrom, Ökoenergie ausgebaut wurde und nicht korrespondierend dazu ein entsprechender Netzausbau stattgefunden hat, sodass die Energie sich über Polen, Tschechien und so weiter den Weg nach Österreich suchen musste und auch fand. Jetzt sind natürlich die Polen und die Tschechen überfordert, wenn es um die Stabilität der Netze geht. Wiederum ein Punkt Versorgungssicherheit. Was will ich damit sagen? Das muss balanced sein, diese Entwicklung muss balanced sein und darf nicht zu solchen Situationen führen, wie wir sie jetzt haben, wo wir dann letztlich eben möglicherweise nicht mehr von der grenzüberschreitenden gemeinsamen Strompreiszone mit Deutschland profitieren. Im Übrigen im europäischen Konnex ein etwas eigenartiger Zugang. Wir hören immer, dass nationale Grenzen und so weiter tunlichst abgebaut werden sollen. Das muss man auch differenziert betrachten. In diesem konkreten Punkt sind wir selbstverständlich der Meinung, dass eine Orientierung und ein Wiederaufziehen und nichts anderes wäre das nationaler Grenzen im Strommarkt jetzt nicht unbedingt vereinbar ist mit den strategischen Zielen der Europäischen Union und auch nicht die Zustimmung von uns Freiheitlichen oder das Verständnis von uns Freiheitlichen hat. Und im Rahmen dieses Dreiecks gilt es dann weiter zu entwickeln, selbstverständlich ein klares Bekenntnis zum Thema Energieautonomie und Autarkie, ein klares Bekenntnis zum Thema eher dezentrale Energieerzeugung und Verbrauch als zentral, also eher dezentral gesteuert, ein klares Bekenntnis zum Thema regionale Vernetzung und zwar der unterschiedlichsten Energieorten, also Strom, Fernwärme und Gas und selbstverständlich ein Bekenntnis zum Ausbau der erneuerbaren Energien, wobei wir hier auch einen differenzierten Zugang haben. Wenn ich eine Rangliste machen würde, dann würde ich sagen, Photovoltaik, Windenergie, Wasserkraft, vorbehaltlos, ja,
kritisch betrachten müsste man nach den Erfahrungen der letzten 15 Jahre den ganzen Bereich Biomasse und den ganzen Bereich KWK-Förderungen. Da wird man wahrscheinlich das eine oder andere justieren müssen. Axel Kassecker, Sprecher der FPÖ für Wirtschaft und Energie, sagt, jede Energiestrategie müsse neben Umweltschutz auch Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und Leistbarkeit berücksichtigen. Man müsse daher effiziente und autarke Wege der Energiegewinnung fördern.